Der Sommer ist da. Keine Zeit, um an Atemwegsbeschwerden zu laborieren. Schon gar nicht, wenn man gut bei Stimme sein muss. Zum Beispiel, weil man als Sänger oder Schauspieler für die sommerliche Erbauung anderer zu sorgen hat. Das Ehepaar, das wir heute besuchen, tut nicht nur das. Sie sind auch zugleich Regisseure, Dramaturgen, Autoren und Intendanten. Und das in ihrem eigenen kleinen Theater. Bei dem Programm, das sie aktuell vor der Brust haben, bringe ich Ihnen mal etwas mit, womit sich die Stimmbänder schmirgeln lassen. Seit 2005 bespielen Susanne Müller und Wolfgang Vielsack das Künstlerhaus 43 mit Kabarett, Dinnertheater, Impro-Krimi, Kindertheater und Poetry Slam. Und das ohne eine Bühne im klassischen Sinne. Wo was stattfindet, da ist immer die Aufmerksamkeit des Publikums gefordert. Es hat sich nicht mehr lieb, mein Freund, ein guter Freund, das ist der schönste Schatz, den es gibt. Hallo Wolfgang, schön, dass wir kurz stören dürfen. Wofür probt ihr denn hier gerade? Wir proben für die drei von der Tankstelle. Eine musikalische Komödie, die wir bei den Sommerfestspielen Wiesbaden machen. Eure künstlerische Heimat wurde um 1890 erbaut und ist damit eins der ältesten Häuser hier im Bergkirchenviertel. Wie kommt man zu der Ehre, ein solches Schmuckstück bespielen zu dürfen? Man sieht, dass ein Haus nicht benutzt wird. Aha. Man fragt den Eigentümer und man kommt zur richtigen Zeit an den richtigen Ort und dann sagt jemand zu dir, fang an. Viele von euren Stücken spielen hier im Schaufenster und damit irgendwie auch für die Straße. Absicht oder Zufall? Wenn man so ein Haus hat wie das, was ganz viele Einschränkungen mit sich bringt, muss man die Einschränkungen zum Vorteil machen. Mhm. Deshalb spielen wir oftmals nicht nur hier im Raum, sondern im ganzen Haus, im Innenhof, im ersten Stock oder teilweise bei manchen Produktionen gehen wir auch mit unseren Stücken durch die ganze Stadt. Hallo Susanne. Hallo Alexander. Du hast das Theater Künstlerhaus 43 zusammen mit deinem Mann gegründet. Wer hatte die Idee? Du oder er? Spontan würde ich sagen, eine Idee in dem Sinne gab es gar nicht, sondern wir sind hier reingekommen und es ist einfach passiert. Du bist hier zuständig für Maske, für Bühnenbild, aber zum Beispiel auch für die Gestaltung eurer Flyer. Also das heißt, du prägst das Bild des Künstlerhauses 43 in der Öffentlichkeit. Mhm. Was ist dir dabei besonders wichtig? Ich sag mal, wir spielen in einem alten Arbeiterhaus. Ja. Das ist nicht hochglanzpoliert. Das finde ich auch toll, dass das so ist. Und trotzdem ist das, was drinnen passiert, hochprofessionell. Mhm. Und diese Mischung möchte ich gerne da auch zeigen, dass sich das widerspiegelt. Neben all dem lässt du dir es aber auch nicht nehmen, als Schauspielerin in euren Stücken auf der Bühne zu stehen. Brauchst du das kreative Multitasking, weil du dich sonst nicht ausgelastet fühlst? Ich finde das unheimlich bereichernd in der Kreativität. Also ich atme dieses Stück mit und ich kann unsere Außendarstellung, sage ich mal, auf den Flyern und auf den Plakaten auch befruchten dadurch, weil ich nochmal eine andere künstlerische Ebene mit reinnehme. Ein ganz großer Teil eurer Arbeit ist Improvisation. Muss man dafür eigentlich ein sehr spontaner, vielleicht sogar sprunghafter Typ sein? Man muss das Risiko lieben. Das stimmt. Das Risiko zu scheitern. Keine Angst haben vom Verlieren, weil die Menschheit entwickelt sich immer nur dann und auch ein Theaterstück entwickelt sich nur dann, wenn etwas schief geht. Seit 2014 zieht er jedes Jahr im Sommer um nach Sonnenberg, macht da im Burggarten die Sommerfestspiele, die auch dieses Jahr wieder bis zum 16. Juli noch stattfinden. Was sollte man da unbedingt gesehen haben? Alles, oder? Ja. Ich denke alles. Wir haben zwei Eigenproduktionen. Einmal Pinocchio und die drei von der Tankstelle. Dann haben wir den Hund der Baskervilles, ein Live-Hörspiel von HR2, was mit Geräuschemacher auf der Bühne, was bestimmt eine tolle Atmosphäre da umgibt.
Wir haben die Alice Hoffmann mit ihrem neuesten Stück, da mit dem neuesten Soloprogramm, Die Zeichen der Zeit. Und für das Publikum, das so zwischen Schlachthof und Staatstheater sich bewegt, ist natürlich unsere Poetry Slam, der Dichterstreit auf der Burg, das Richtige. Wir wünschen euch, dass ihr allzeit gut bei Stimme sein möget. Und falls nicht, nehmt eins hiervon. Und Sie, kommen Sie ins Künstlerhaus 43 und klicken Sie sich wieder rein nächsten Monat in Pfeifers Kulturkiosk.